So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen. Popöchen ist wieder am Start und ich freue mich, dass es weitergeht. Leute, ich kann nur alle zwei Tage das aufnehmen, das ist schon viel, da wir eigentlich gar nicht so viel aufnehmen dürfen davon. Man darf nur 10 Minuten pro Kapitel eigentlich aufnehmen und hey, ich mache schon mehr, als ich darf, ne? Und hier geheime Spiele darf ich auch nicht aufnehmen, also folgedessen. So. Ich werde vielleicht hingehen. Das ist eine gute Gelegenheit, neue Leute zu treffen. In der Hoffnung, dass nicht alle so blöd sind wie Lowen. Genau, das war, ging um die Party, zu der wir eingeladen waren, zu der es Flyer gab, irgendwie sowas, ne? Nur die einige wenige sind die so wie Erde. Du solltest dich von ihnen fernhalten. Okay, das ist ein guter Plan, lieber Peter. Pidi. Ich bin berührt von seiner Fürsorge. Sein Pferd, ja, genau. Finde ich süß, ne? Ja, das finde ich total süß. Ich werde auf mich aufpassen, keine Sorge. Du kannst ja mich jederzeit anrufen, wenn du was siehst. Den sauge ich jeden aus, den ich finde gerne. Das ist nett. Ja. Das hängt mir so ein bisschen. Das ist natürlich immer das Problem, wenn man das mit einem PC aufnimmt, ne? Das ist immer so ein bisschen. Guck mal, da bespannt uns jemand. Und da auch. Oh, hier sind Menschen. Er nickt mir freundlich zu. Dann steht er auf und entfernt sich vom Tisch. Nachdem er sich von mir noch verabschiedet hat. Netter Peter, nett. Ich mag Peter voll gerne, ne? Also einmal ganz kurz in den Kommentaren. Wer findet Peter am geilsten? Ich finde Peter total toll. Als Peter weg ist, gehe ich zu Sarah, die nun ihr Essen einnimmt. Das ist keine Medizin oder so, das ist Essen. Sie nutzt die Gelegenheit und erzählt mir jedes noch so kleinste Detail von ihren antiken Geschichtenkurs. Antike Geschichte würde mich auch super interessieren. Besser als Mystik und was weiß ich was, Legenden und so ein Scheiß. Wir verbringen einen schönen gemeinsamen Moment, so wie immer, wenn wir uns treffen. Ich habe mich niemals so schnell so gut mit jemand verstanden wie mit ihr. Vielleicht ist sie auch eine Hexe. Unsere Freundschaft ist wirklich wunderbar, wenngleich ich ihr noch nicht davon erzähle, was ich alles herausgefunden habe. Nee, das muss man auch, man muss ja nicht gleich rumtratschen, sowas macht man nicht. Sowohl über Mia Cooper Sache, als auch über die Bartleys und meine eigenen Fähigkeiten. Ich weiß auch nicht warum, aber noch zögere ich. Sicher hängt auch das auch mit ihrem Verhältnis meiner Gastgeberin gegenüber zusammen. Ja. Ich wüsste gerne, aber sie hat ja auch ein Geheimnis. Ich wüsste gerne, was ist das? Das interessiert mich total. Ich will zudem nicht, dass sie mich für bescheuert hält, wenn ich ihr erzähle, dass ich eine Zauberin bin. Außerdem soll sie es nicht überall herum erzählen. Das ist auch richtig. Ne? Aber süß ist sie. Guckt immer die süßen Äuglein an hier. Piek, 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 piek. So, das Beste wird sein, noch ein bisschen zu warten, bis ich mir gänzlich sicher bin, dass ich ihr vertrauen kann. Schließlich ist mir bewusst, dass ich gegenüber der Bertoli-Familie eine gewisse Verantwortung habe. Die süßen Augen, damit kann sie bestimmt voll gut gucken. So, trotzdem hätte ich es ihr gern erzählt. Ich hoffe, es wird bald möglich sein, sonst laufe ich Gefahr, mich sehr einsam zu fühlen. Und vor allem beknackt, ne? Also es glaubt ja kein Mensch. Hey, ich bin Zauberer. Ja. Vielleicht solltest du auch mal was einnehmen, ja. Nikolai hat mir angeboten, dass wir uns nach dem Abendessen im Wohnzimmer treffen und mit meiner Ausbildung beginnen können. Ich bin ganz aufgeregt. Ich frage mich, womit wir wohl beginnen werden. Laserschwerter und das sind nicht die Droiden, die er sucht. Als ich ins Zimmer komme, sitzt Nikolai über einen Stapel Büchern. Ich räuspere mich, um mich bemerkbar zu machen. Der hat dich schon gespürt, er riecht das Blut bei dir. Setz dich, Sahnetrufelchen. Ich setze mich also direkt neben ihn auf das bequeme Sofa. Gleich so weg. Und womit beginnen wir? Nein, ich will gar nur Video gucken. Er hebt leicht überrascht den Kopf und scheint sich sehr über mich zu amüsieren. Und so näher sollten wir uns vielleicht erst einmal die Zeit nehmen, um über deine Möglichkeiten zu sprechen. Ich bin enttäuscht. Was, ist das alles? Geduld, noch vor 2 Tagen wusstest du gar nichts von deinen Fähigkeiten. Wir werden schön langsam vorgehen, bis wir die in dir drin schlummernde Macht erkunden. Das sind die Midichlorianer, die müssen erweckt werden. Ganz einfach, mehr ist das doch gar nicht. Dabei habe ich sie ja längst eingesetzt, um die kaputten Fenster zu reparieren. Das stimmt, sie hat das schon drauf, ne? Ich schaue ihn stumm an. Ich fühle mich auf einmal wenig schuldig wegen der jüngsten Ereignisse. Ja, aber musst du selbst schützen, so. Und wenn ich nun viel weiter bin?
Diesmal habe ich Nikolais vollste Aufmerksamkeit und seine Angespanntheit verheißt nichts Gutes. Hä? Oh nein, sie ist eine Vampirmutter. Hä? Soll ich vom Fenster erzählen? Doch, ich würde vom Fenster erzählen. Ich setze meine Unschuldsmiene auf. Naja, sagen wir mal so, gestern Abend habe ich mich ein bisschen mit Drogo gezofft und in einem Moment der Verwirrung habe ich vielleicht meine Kräfte eingesetzt. Ja, ist kein Problem. Achso, wir müssen unbedingt hier Pause machen. Warte, oh Gott. Weil das ist immer so das Problem, denn Werbung. Ich sehe schon das ganze Bild schon wieder nicht drauf. Warum eigentlich? Warum ist das so? Als ich das gerade angetestet habe, war das ganze Bild drauf. Jetzt ist... So, nochmal schnell das Bild ein bisschen gefixt. Ich hoffe, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Ja, genau. Dürft ihr wissen, was du mit Moment der Verwirrung meinst? Das war keine Absicht, okay? Dein Bruder ist abermals in mein Zimmer gekommen, ohne dass ich ihn hereingebeten hatte. Und ich habe mich mit meinen Mitteln verteidigt. Okay, und wie hat unser werter Drogo die Sache aufgenommen? Ich erinnere mich an unsere kleine Auseinandersetzung. Ich gestehe, dass er die Situation perfekt gemeistert hat, auch wenn er sonst so eigentlich immer eine Nervensäge ist. Was ist passiert? Drogo ist in mein Zimmer gekommen und er... Ich sehe wieder seinen Körper vor mir, der meinen berührt hat. Dazu sein Atem, nur wenige Zentimeter vor meinem Mund und sein betörender Duft. Voll aufregend. Es ist weder noch, es ist mir egal. So. Okay. Ich muss schlucken. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich wegen ihm oder wegen der Gefühle, die auf einmal an mir hochkamen, wütend war. Ja. 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 So, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Ich finde immer die Zeit zwischen den... aber man hat ja auch 300 Energiepunkte, wenn man die Folge neu anfängt. Oh, Entschuldigung. Hat man ja frei und... deswegen kommt der erste Teil immer so lange vor. Ich fand die Folge jetzt besser als jetzt die letzte. Und ich bin gespannt, jetzt hat die Ausbildung angefangen, wie es weitergehen wird. Und das werden wir vielleicht Freitag erfahren. Na, meine lieben Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Reinschalten, ihr lieben Schnucki-Bärchen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, Freunde.